aber ich würfel ganz gut. 12? 13. Hilft mir der Mondstein? Ein bisschen. Ich habe 16. Oh. Kurze Frage, hilft mir mein Vorteil bei der Abwehr oder muss ich das aktiv einsetzen? Nein, das hilft dir. Okay, cool. Dann habe ich 5, 14. 14. Wer hat den niedrigsten Wurf? 14, 16, was haben wir noch? 12 habe ich. 12? 13, 13, 13, 13, 13. Oh, warte, 13. Ich habe auch 13. Ich habe plus 1 auf Resistenz. Warte mal, 6, warte mal, 6, 5, 1. Wir haben 2, 13. Doch. Gut, also. Ihr sitzt da so im Kreis und seid da recht entspannt, erzählt vielleicht ein paar Geschichten oder erinnert euch an alte Zeiten, was ihr früher getrieben habt, die Partys, auf denen ihr wart und was die Leute, die ihr kanntet und so weiter. Während es so friedlich vor euch hingeht, schauen Katharina und Cora so, so raus. Draußen plastet der Regen so an das Fenster. Es donnert und blitzt immer noch, aber es wirkt jetzt fern und irgendwie so ruhiger und friedlicher. Und mit einem Mal seht ihr ein kleines Gesicht am Fenster. Nee. Oh, warte, Cora. Das könnte doch Anja sein, die Puppe. Pfah. Der... Ist das immer noch da? Also ist es actually noch da? Ja, erschreckt euch und als sie wieder hinguckt, ist es weg. Du hast es auch gesehen. Ja, Cora, guck doch. Und Sina und Hanna da. Hä, was habt ihr gesehen? Was für eine Puppe am Fenster da ist? Ey, ich glaube eigentlich nicht an diese Scheiße. Ey, ohne Scheiß. Aber ich möchte... Können wir einfach fahren? Können wir einfach unseren Scheiß packen und einfach fahren? Warum hast du denn so Angst? Das ist doch nichts dabei. Ey, willst du mich verarschen? Also, ich habe das auch gesehen und ich meine, wir sind nicht auf Klassenfahrt. Das ist nicht Ben, der uns irgendwie Angst einjagen will, der Volltrottel. Außer jemand hat ihn eingeladen von euch. Ey, also entweder treibt hier irgendjemand einen echt miesen Scherz mit uns. Ich verklag den. Das ist wirklich die Puppe, die von einem Geist besessen ist und wir sollten mit ihr reden, was ihr Problem ist. Ach, Bullshit. Irgendjemand treibt hier Scherze oder so und die ganzen Puppen dann in Räumlichkeiten? Sind die auch vielleicht alle von Geistern Bescheid? Was für eine großartige Idee, Cora. Ich würde so aufstehen und gucken, ob ich mit einer Puppe sprechen kann. Haben wir aus Versehen ein Erlebnis-Horrorurlaub gebucht? Ich meine, das ist voll im Trend, glaube ich. Aber, boah. Wer hat gebucht? Ja, wer hat gebucht? Niemand. Ja, vielleicht habe ich halt gedacht, das wäre eine coole Idee gewesen. Und ja, ich kann kein Rumänisch oder so, aber das war auf jeden Fall definitiv keine Horrorfahrt, die wir hier gebucht haben. Ich habe es halt gebucht, einfach eine Hütte im Wald, weil wir haben darüber geredet, wir wollten campen gehen. Ich habe halt gedacht, eine Hütte wäre angenehmer. So, wir haben sogar einen Kamin. Also, das stand definitiv nicht auf der Webseite. Okay, ey, ich gucke jetzt... Einen Moment, ey. Sie steht so richtig sauer auf und geht zur Tür und reißt die auf. Dreht sich nochmal zu den anderen rum. Was heißt verpiss dich auf Rumänisch? Packe auf. Un cerveza, por favor. Ich sag einfach beides. Vielleicht kicke ich auch noch einen Stock, der da vor der Tür liegt oder so. Es kommen keine negativen Energien in dieses Haus. Keine negativen Energien. Keine negativen Energien. Mm-mm. Keine Ahnung, kann man das irgendwie abbestellen oder so? Wenn man Internet hätte, bestimmt. Also ich bin ganz bei Cora. Vielleicht sollten wir auch einfach wieder nach Hause fahren. Vielleicht war das eine echt doofe Idee. Und wir können einfach noch mal eine Runde Pizza essen gehen oder so. Und uns vielleicht noch ein schönes Hotel suchen. Und die Pizza geht auf mich, es tut mir echt leid. Ich schwöre, ich habe hier nichts mit Puppen gebucht. Ja, kannst ja auch nichts dafür. Das ist ja einfach wirklich komisch hier. Es ist doch alles in Ordnung, es ist doch nichts passiert. Ich würde wirklich jetzt in den Raum mit den Puppen gehen und die Puppen angucken und fragen. Oh mein Gott. Geht es euch gut? Warum seid ihr so gruselig? Die Puppen starren dich mit ihren toten Augen an.
Sie lächeln dabei auf diese Puppenart mit den rosigen Bäckchen und sie starren dich an. Ich starre zurück. Aber tut sich nichts. Keine Antwort. Bewegt sich draußen irgendwas? Nein. Dann mach ich die Tür wieder zu. Komm, lass einfach unsere Sachen packen und wieder abdüsen. Es ist mitten in der Nacht. Wir sollten, glaube ich, ich würde schon gerne jetzt gehen, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt so verantwortungsvoll wäre zu fahren. Ich fühle mich nicht ganz so wach und dann. Wir können ja nochmal irgendwie in der Nacht schlafen und dann verpissen wir uns einfach morgen früh. Und dann, ja, I don't know. Okay, ich habe es angeboten. Außer einer von euch will fahren. Ich kann auch fahren. Aber das ist doch super spannend. Können wir nicht einmal gucken gehen? Vielleicht ist draußen die Puppe noch irgendwo, die wir gerade gesehen haben. Ich habe geguckt, da ist nichts. Wir könnten einmal ums Haus drum rumlaufen. Vielleicht ist sie einfach weggelaufen. So schnell kann eine Puppe doch nicht sein. Die Puppe ist weggelaufen. Du findest es spannend, einer laufenden Puppe hinterherzulaufen? Du findest, dass es eine gute Idee wäre? Boah, ich bin immer dafür, dass man so Energien irgendwie erforscht, aber das ist, glaube ich, einfach nicht so die Art Energie, mit der wir uns auseinandersetzen möchten. So. Leute, können wir ganz kurz darüber reden, dass wir uns darüber unterhalten, ob hier eine Puppe an uns vorbeigelaufen ist? Können wir zur Realität zurück? Nur ein ganz, ganz kurzer Realitätscheck. Wir haben wahrscheinlich irgendwo auf einen falschen Button geklickt, wir haben irgendeine Scheiße gebucht und jetzt hängen wir hier in einem Horrorhaus mit Horrorpuppen irgendwo in Rumänien. That's it. Wow. Wir fahren morgen früh einfach nach Hause und dann ist das Ganze gegessen. Vielleicht waren immer mit. Da auch irgendwelche komischen Sporen auf diesem Campingplatz und wir halluzinieren alle so ein bisschen. Ich meine, der ist ja nicht ohne Grund abgesperrt. Sporen? Keine Ahnung, so Pilzsporen, da waren ja überall Pilze, ach, die gewachsen so sind. Vielleicht glaubst du, sind Hai? Vielleicht, keine Ahnung, aber das wird es vielleicht erklären, warum wir jetzt auf einmal alle so am Rad drehen. Oh. Okay, ich hab irgendwo noch eine Flasche Wein. Ich gehe die holen. Und ich da auf. Bin ich dabei. Ach nein, ich muss morgen fahren. Okay, da bin ich nicht dabei. Wobei, ein Glas geht schon, come on. Ein Glas geht. Ich gehe Wein holen. Hannah geht zur Tür und schließt ab. Also die Haustür nehme ich an. Die Haustür, natürlich. Küchentür. Die Weintür. Mein Kellertür. Du schließt ab, kein Problem. Die Tür ist verschlossen. Ja, die ruhige, angenehme, warme Stimmung ist so ein bisschen vorbei. Was wollt ihr tun? Es wird langsam spät, ihr seid müde. Hey, Leute, ich hätte einen Vorschlag. Lass hören. Wir räumen einfach alle Matratzen aus den gruseligen Zimmern hier in das Hauptzimmer und chillen bei der Wärme und morgen früh räumen wir einfach alles wieder auf. Aber dann ist niemand alleine und wir können einfach chillen, okay? Nicht, dass ich Angst hätte, das ist so dämlich, aber... Hannah guckt so ein bisschen traurig, aber sagt, ja, das ja, klingt nach einer guten Idee. Mir wäre es damit auch wohler, irgendwie nicht mehr in diesem Zimmer mit den Puppen zu schlafen, auch wenn ich von denen jetzt keine komischen Vibes aufgenommen habe. Es sind einfach zu viele Augen. Ey. Hannah geht in das Doppelzimmer und fängt an, die Matratzen rüberzuräumen. Ich hole auch eine Matratze. Ich helfe ihr. Ja, ihr baut so ein kleines Matratzenlager auf den Ofen. Legt euch da hin. Die einen haben noch ein bisschen Wein im Glas, die anderen trinken wer weiß was. Und der Abend, naja, brennt langsam runter. Es ist sehr angenehm warm. Hat so ein bisschen das Feeling von den Sleepovers früher, ne, zu Geburtstagen oder so, die ihr hattet. Die Erinnerungen kommen wieder hoch. Es ist diese guten Erinnerungen vertreiben, dieses Unangenehme, diese dunkle Atmosphäre draußen. Und ihr gleitet langsam in den Schlaf hinein. Macht doch alle mal einen Resistenzwurf. Oh. 16 mit 5er Pasch. Hm.
10. Ich habe eine 7 und ich habe einfach einen Dreier-Pasch. 3 Zweien gewürfelt und ich habe plus 1. Ja, du sagst, oh, ich glaube, das ist nicht gut. Okay. Also, ich verliere den Rosenquarz. Fangen wir mit Cora an. Cora, du hast unangenehme Träume. Du träumst von Brand und Feuer und Rauch und du siehst seltsam zuckende Gestalten in diesem Feuer, um das Feuer herum, und du hast das Gefühl, dass in dem Rauch Augen sind, die dich beobachten, die dich an die Puppenaugen erinnern, und das ist sehr unangenehm. Moment, ich muss kurz meine verschiedenen Fenster sortieren. Tut mir leid, Babsi, ich wollte nur die Szene refreshen, weil du immer manchmal ein Delay hast. Ich habe einfach beim Träumen eine kurze außerkörperliche Erfahrung gehabt und ein neues Level Transzendenz erreicht, bevor ich gemerkt habe, halt, nein, stopp, ich habe noch ein Leben und ich gehe jetzt zurück in meinen Körper. Ihr könnt mal alle kurz in euren Discord schauen, ob da Nachrichten für euch gekommen sind. Wahrscheinlich Babsis Nahtoderfahrung. Das kann gut sein, ja. So. Cora, du wachst morgens auf wie gerädert. Du fühlst, als hättest du nicht geschlafen, dir tut alles weh. Du hast tierische Kopfschmerzen, es ist alles übel. Schlafen die anderen noch? Ja, du bist super früh wach. Okay. Du bist extrem früh wach und du hörst von der Matratze neben dir so leises Gemurmel. Ja, ich würde mal rüber gucken, ob irgendwie Hanna oder Sina oder wer auch immer gerade irgendwie am Träumen ist oder so. Hanna scheint zu träumen und sie brummelt irgendwie was. Ich würde mich mal vorbeugen und gucken, ob ich das verstehen kann. Ja, das ist super, sehr leise, schwer zu verstehen. Und es ist irgendwie so Snirstag, Brschniak. Ey, spricht sie eine andere Sprache? Schwer zu sagen, es ist halt so Murmelei im Schlaf, ne? Hanna. Und ich, wenn sie nicht wach wird, dann ruckel ich sie so richtig kräftig. Na, du wachst auf. Oh, hi, Cora. Warum bist denn du schon wach? Du hast geträumt. Ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass du Albträume hast oder so. Ach Quatsch, komm einfach her. Und Hanna zieht sie einfach so reflexartig zu sich runter. Oh. Und zieht sie an sich ran. Ich würde mal kurz gucken, ob die anderen noch schlafen. Ja, die anderen schlafen noch. Wir haben noch nicht über die Sache gesprochen. Ja. Möchtest du mir da was sagen? Boah, ich war super besoffen und ich hoffe, ich bin dir nicht zu nahe getreten. Das heißt, wie stehst du so dazu? Also, sag mal, kannst du Rumänisch? Ich dachte, wir reden gerade romantisch. Das nicht. Oh. Also, Rumänisch kann ich nicht. Ansonsten hätte ich doch mit dem einen Typen schon Rumänisch gesprochen. Ja. Ich muss jetzt also etwas sehr Unangenehmes sagen, aber Cora, du spürst so, also du bist ja nah an Hanna herangezogen worden und du spürst etwas Kleines, Hartes zwischen euch. Oh.
Ist das dieses romantisch? Na, rumänisch ist es nicht. Diese Art von Ausflug. Tupperparty. Und ich würde einfach nach dieser Decke greifen und die wegziehen. Okay. Zwischen euch liegt eine kleine Puppe. Als du die Decke wegziehst, fällt sie so um und ihre Augen klappen auf und sehen dich an. Ich pack sie und werf sie weg. Irgendwo gegen die Wand, irgendwo weit weg in die Ecke. Gibt einen lauten Knall und Katharina und Sina werden davon geweckt. Was ist los? Warum so laut? Okay, es reicht. Ich pack meine Sachen, ich bin raus. Ich bin raus. Nein, absolut. Das ist. Was ist nicht passiert? Okay. War das einer von euch? Na, was denn? Was ist los? Was passiert? Hä? Scheiße hier! Und ich würde einfach aufstehen und gehen. Hanna, ist alles okay? Ist was passiert zwischen euch? Ich glaube, irgendwie dein Rosenquarz hat nicht geholfen. Ich weiß auch nicht, was Cora hat. Wirklich. Also, keine Ahnung. Ich habe irgendwie gedacht, man könnte irgendwie mal drüber reden oder so. Aber irgendwie hat sie dann abgeblockt. Über was reden? Über diese Sache, die passiert ist auf der letzten Party, auf der wir waren. Oh, okay. Langsam verstehe ich. Okay. Oh Mann. Ja, aber vielleicht. Dieser Ort ist einfach komisch. Wir sollten einfach von hier weg und dann können wir alles nochmal besprechen. Der Regen hat aufgehört und draußen ist es still. Ich würde mal nach Cora gucken gehen, glaube ich. Sehen wir die Puppe, die sie an die Wand geschmissen hat? Mhm. Die Puppe liegt auf dem Boden und hat so eine starke Delle und das, das ist so ein Teil des Kopfes ist so abgesplittert. Boah, was macht die denn hier drin? Das ist nicht die von draußen, das ist eine von den Puppen aus dem Haus. Sorry. Tja, vielleicht hat die sich noch in der Matratze verirrt oder in einen der Decken. Oder es ist wirklich ein Geist hier, der die Puppen beeinflusst. Ich glaube nicht an Geister. Cora, ist alles okay bei dir? Ich bin raus aus dieser Scheiße und man hört nur, wie wütend ein Koffer gepackt wird. Es wird einfach nur noch alles reingeschmissen. Und dann komme ich diesen Koffer hinter mir herziehend aus dem Zimmer. Okay, dann packen wir unser Zeug und fahren. Schmeiß das einfach rein, scheiß drauf. Schmeiß das einfach rein. Ich kann fahren, kein Problem. Gib mir den Schlüssel. Ich kann auch fahren, alles gut, aber was ist denn jetzt los? Was ist denn passiert? Wenn das keiner von euch war, das ist nicht mehr witzig. Diese scheiß Puppe. Außerdem habe ich die Kopfschmerzen aus der Hölle. Ich habe so beschissen geträumt. Dann solltest du vielleicht nicht fahren. Dann lass mich fahren. Ich habe eigentlich gut geschlafen. Dann steig in den Scheißwagen. Ja, alles gut. Sina, als du in den Wagen steigen willst, guckst du nach deinen Schlüsseln und stellst fest, dass du nicht weißt, wo sie sind. Du findest sie nicht. Mädels, hat jemand von euch meine Schlüssel gesehen? Die Autoschlüssel? Nee, du bist doch gefahren. Ja, ich hatte die eigentlich hier so im Eingangsbereich hier auf die Kommode gelegt, aber da sind sie nicht mehr. Ich gehe nochmal meine Jacken durch, aber eigentlich war ich mir ziemlich sicher, dass ich die hier gelassen habe. Ich habe die nicht mit zum Campingplatz genommen. Ich helfe suchen. Such die Puppen ab und guck, ob eine der Puppen den Schlüssel hat. Es kann nämlich sein, wenn die Puppen wirklich laufen können und es kann sein, wenn sie von einem Geist besessen sind und wir haben es gesehen und alles, was man sieht, das ist auch bedeutet, eine der Puppen könnte den Schlüssel haben. Nein,
Keine der Pop-Matte-Schüssel. Ach, verdammt. Okay, dann laufen wir zurück. Ja, ich denke auch so vielleicht ein essensfrische Luft und ein Waldspaziergang oder so. Ist wahrscheinlich auch nicht eine schlechte Idee. Ich glaube, das Wetter ist mittlerweile ja auch besser, oder? Ja, als ihr die Fenster, die Gardinen so wegmacht, stellt ihr fest, dass draußen alles extrem neblig ist. Ich weiß nicht, ob das haben wir keinen. Haben wir Empfang? Nein. Nope. Wifi ist aus. Aber nur Wifi oder auch Netz? Also hier habt ihr keinen Empfang. Ihr hattet gestern kurz, als ihr über diese Hügelkuppe in der Nähe des Campingplatzes gegangen seid, hattet ihr kurz Empfang. Keine Ahnung, vielleicht sollten wir irgendjemanden anrufen, ob die uns abholen können oder so. Oder wir finden den Schlüssel noch, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir sicher, dass ich den hier hingelegt habe. Irgendwas ist hier ganz komisch. Also, ich sag's mal so, eure Handys waren wahrscheinlich gestern den ganzen Tag irgendwie an und ihr konntet sie gestern Abend nicht aufladen. Ewig viel Akku werden sie nicht mehr haben. Okay, ich hab noch 4%. Ich gehe kurz auf diesen Scheißhügel, ich bin gleich wieder zurück. Ja, das war schon so ein Ausflug von über einer Stunde. Ich dachte, das wäre, oh Gott, eine Stunde. Ich glaube auch nicht, dass das gut ist, wenn du alleine unterwegs bist, Cora. Du solltest zumindest von einer Person, ich gehe gerne mit, so nicht alleine loslaufen. Definitiv. Ja. Wenn uns eines gelehrt wurde in den Horrorfilmen, wir sollten uns nie aufteilen. Also ich würde sagen, entweder gehen wir alle oder ja, keiner. Dann gehen wir alle und ich fange an, damit meine Schuhe anzuziehen. Ja, da bin ich bei Katharina. Irgendwas ist hier ja offensichtlich nicht so ganz... Oh. Uff. Die Puppen zusammenhalten. Könnten wir eine als Geisel Katha. Nehmen? Ich weiß Katha. Nicht, ob es hilft, die Puppen zu besänftigen, wenn die Puppen böse auf uns sind. Nee, aber als Geiselnahme, dass wir sagen, sie sollen uns endlich in Ruhe lassen, sonst sprechen wir ihnen die Augen aus. Stopp, nein, absolut, no. Die eine Puppe hatte auch zwei Nägel in den Augen. Vielleicht cool, dass du das nochmal erwähnst. Sena, du hast doch Steine gegen böse Energie, oder? Wie viele davon hast du dabei? Ja, ich habe halt Ketten für euch alle mitgebracht und ich habe die im Auto sind, aber ich meine, ich... Wie sehen denn die aus? Wo sind denn die? Das sind die Bernsteine, die im Auto sind, an das wir nicht rankommen, weil das Auto zu ist. Und hier diese Ketten, das sind alles Heilsteine, die mit positiver Energie aufgeladen sind. Aber wenn uns hier wirklich jemand einen Streich spielt, dann, oder keine Ahnung, was weiß ich, Dämonisches hier vorgeht, das ist... Sowas habe ich noch nie erlebt. Was? Das ist wie in einem Horrorfilm. Träumen wir? Haben wir wirklich... Halluzinieren wir? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich krieg langsam Panik. Ich habe langsam keine positive Energie mehr übrig. Können wir einfach auf diesen Hügel gehen, bitte? Mir platzt der Kopf. Es ist ja eigentlich noch nichts Schlimmes passiert. Aber okay, gehen wir mitten in der Nacht auf diesen Hügel. Es ist morgen. Ich müsste anfangen, wahrscheinlich bei Katharina Katharinas letzten Resistenzwürfe zu verleihen. Ich werde Katharina aber einfach die ganze Nacht wach. So, und deswegen glaubt sie, es wäre immer noch Nacht. Ups. Ja, nur weil die Sonne scheint, heißt nicht, dass Tag ist. Es ist neblig. Okay, ihr wollt hinaus in den Nebel, ja? Und durch den Wald gehen. Alles klar, tatsächlich ist das gar nicht so simpel, weil, wie gesagt, die Pfade hier sind eher so Wildpfade und einfache Wege. Es ist sehr neblig und schon nach kurzer Zeit, man sieht halt nicht besonders weit und selbst mit der Karte ist es nicht so simpel. Wer von euch führt denn die Gruppe an und darf mal einen Cleverness-Wurf machen, wie gut das klappt? Ich würde auf jeden Fall vorangehen und mal gucken. Kann ich sie unterstützen? Na klar. Das würde ich gerne machen. Dann bekommst du +1. Ich habe 12. Ne, dann habe ich 11, weil ich habe -1. Und, was hast du?
Plus 1, also 12. Achso, ja, okay, wieder. Lol. Ja, also ihr habt die Karte. Hannah führt euch mit dieser Karte durch den Nebel. Es ist sehr still im Wald mit diesem Nebel, ne? Also hier und da tröpfelt so ein bisschen Wasser vor den Bäumen, aber man hört keine Tiere. Man hört eigentlich momentan gar nichts. Ihr geht ein Stück bergauf und folgt zum Pfad und dann geht ihr weiter. Und irgendwann hört ihr so ein Rauschen. So ein Wasserrauschen. Oh, hört ihr das auch? Ja. Sind wir vorher auch daran vorbeigekommen? Bestimmt, oder? Nein. Damn it. Oh no! Ja, sind wir in die falsche Richtung gelaufen? Glaube ich nicht. Sagt Hannah, aber lächelt dich ganz verunsichert an. Oh, scheiße. Dieser Nebel ist auch so dicht. Ja, aber ich glaube, es wäre bestimmt schlau, einfach wenn hier sowieso das Wasser plätschert, in Richtung Wasser zu gehen und dann dem Fluss einfach zu folgen, oder? Wir sind hier in Rumänien in irgendeinem Waldstück. Wir können hier wahrscheinlich tagelang rumlaufen, ohne irgendwo anzukommen. Fuck. No. Wir hätten einfach in irgendein Wellness-Hotel gehen sollen mit irgendwie Massage und gutem Essen und so einem Tagesmarsch, Wanderung oder so. Warum mussten wir denn nach Rumänien? Oh, fuck. Na, wenigstens sind hier keine von den gruseligen Puppen. Kann ich vielleicht anhand der Richtungen, die das Moos wächst, ausmachen, in welche Himmelsrichtung wir gehen? Ich bin solide. Das ist, glaube ich, das Solideste, was sie heute gesagt hat. Ich habe meinen hellen Moment. Würfel mal Cleverness. Seine Seele geht in die andere Richtung. So. Nein, und ich war tatsächlich eine... Biologie habe ich immer in 2 Semester studiert und ich würde mein Special aktivieren. Also das ist ein Thema, was ich actually kenne. Ja. Da habe ich ja dann durch meine Special-Studiertheit habe ich da eine +2. Mhm. Okay. Mama. Also ich habe, 8, 10, 13 und ein 4er-Pasch. Oh, 13 und ein 4er-Pasch. Ihr seid definitiv vollkommen falsch gelaufen. Also so richtig falsch. Komplett in die falsche Richtung. Und also ist gar nicht so einfach tatsächlich. Du hast, nur weil du den Pasch hast, hast du eine grobe Ahnung, wo ihr seid. Hier wächst das Moos in ziemlich viele Richtungen an den Bäumen. Das ist ein echter Urwald. Aber du hast so eine grobe Ahnung, wo die Hütte sein muss. Wenn du den Pfad wieder zurückfinden könntest, dann wäre das möglich. Ihr seid allerdings ziemlich weit nach oben gegangen, ne? Also ihr seid wieder fast auf so einer Hügelkuppe. Okay, also wir könnten schauen, ob wir da oben trotzdem noch Empfang haben, auch wenn es nicht die Richtung ist, in die wir am Anfang gelaufen sind. Es geht ja wohl bergauf. Wir könnten noch so weiter hochlaufen, bis wir Empfang haben, eventuell. Aber tatsächlich liegt die Hütte wieder in diese Richtung. Mhm. Wollt ihr schauen, ob ihr Empfang habt? Also das Ding ist halt, es ist halt neblig. Wir wissen nicht, wie weit wir noch laufen müssen, bis wir da oben sind. Ich glaube, zurücklaufen zur Hütte wäre, glaube ich, sinnvoller, oder? Ich habe auch nicht mehr viel Akku. Vielleicht finden wir den Schlüssel noch. Also wollt ihr jetzt nachgucken, ob ihr hier Empfang habt oder nicht? Ich würde einmal kurz gucken. Okay, du machst deine Tasche auf und aus deiner Tasche schauen dich tote Puppenaugen an. Ich schreie. Mach mal einen Resistenz. Nein! Du Saubeutel! Ne. 1, 2, 3. Du bekommst einen Strich und schmeißt deine Tasche inklusive Handy und allem, was da drin ist, einfach fort von dir in den Wald. Ja. Oh shit. Was ist denn, was? Haben wir das gesehen, dass da eine Puppe drin ist? Nein. Cora, was? Ist alles okay?
Die verfolgen einen, die verfolgen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich, okay, ganz ruhig. Ganz ruhig, Cora. Du wirst wahnsinnig. Vielleicht bist du auch einfach bekifft. Haben wir gekifft? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht sind das wirklich irgendwelche Pilzspuren hier im Wald. Ich, keine Ahnung, was da war. In der Wald, nein, den habe ich gestern erst gekauft. Alles okay. Es sind einfach nur Puppen. Es sind einfach nur Puppen. Es sind einfach nur leblose, komische Puppen. Aus Plastik und aus Stoff. Und ich gehe einfach in irgendeine Richtung los. Cora, bitte bleib bei uns. Atme erstmal tief durch. Ihr sollt uns nicht aufteilen. Ich atme! Brülle ich noch zurück. Cora stapft los. Was macht der Rest? Hannah geht hinterher. Ich würde ihre Tasche noch holen, weil sie bestimmt richtig sauer ist, wenn sie diese teure Tasche mit ihrem Handy drin verliert. Okay. Also wie hat sie so runtergeworfen? Du gehst so ein bisschen Abhang runter und suchst diese Tasche. Hannah geht in der Cora her. Was macht Katharina? Ich würde bei Sina bleiben, weil es mich auch interessiert, was denn in dieser Tasche jetzt drin war, was Cora so erschreckt hat. Mhm, alles klar. Gut, machen wir erstmal die beiden, die da hinterher stapfen. Cora, die wegstapft und Hannah, die hinterher stapft. Cora, du gehst in irgendeine Richtung einfach los und Hannah, du gehst hinterher. Cora, bleib stehen. Habe ich irgendwas gegessen? Ich habe vielleicht einfach irgendwas gegessen. Keine Ahnung, was haben wir gegessen? Wir haben einfach... Was war's? Cora, ich renne fast, um mich vor sie zu stellen, um in ihren Weg zu stellen und nehme so ihre Hände in die Hand. Cora! Und gucke ihr so in die Augen. Ich fange einfach an zu weinen. Cora, es ist alles okay. Du bist in Sicherheit. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist alles so unfassbar abgefuckt. Ja, wir fahren doch später nach Hause und dann wird doch alles wieder gut. Später? Vielleicht verrecken wir einfach hier irgendwo im Nirgendwo im Wald. Niemand wird uns finden. Und vielleicht werden wir auch zu Puppen. Hannah unterbricht den Redefluss und küsst Cora einfach. Ja, wahrscheinlich, sie ist noch so richtig am rausblubbern und dann wird auf einmal so... still. Dieses Blubbergeräusch. Für die im Chat, die das nicht kennen, so klingen Küsse tatsächlich. Wir blenden zu der anderen Gruppe. Wow. Wenn man es richtig macht, wenn man es richtig macht, ploppt es. Früher oder später ploppt es. Okay, also Sina und Katharina, ihr wollt da runter. Es ist etwas abhängig, das heißt, ihr müsstet mal Athletik würfeln beide, um da runterzukommen. Oh je. Neun. Ich halte mich so an Sina fest, als ich so abrutsche. Sina hält sich an dir fest. Keiner hat einen festen Stand. Und es gibt so einen kurzen Moment, in dem ihr so schwebt. Dann rutscht unter euch dieser feuchte Waldboden weg. Und ihr beginnt, diesen Abhang runter zu sliden. Und es ist so eine halb rutschend, halb ziehend, halb gezogen werdend Sache. Und ihr rutscht diesen ganzen Abhang runter. Die anderen beiden hören, während sie küssen, einen lauten Schrei. So ein Doppelschrei. Und ihr knallt unten mit so einem Kaplatsch in so einen kleinen Bach. Ach, ja, da lässt man die einmal alleine, ne? Ah, was war das denn? Ach, oh, scheiße. War der Boden vorher auch schon so schräg? Ja, es hat ihr geschüttet. Oh, wir Mann, sind verflucht. Ey. Das fehlt uns noch. Aber wo ist jetzt diese verfickte Tasche? Macht beide mal einen Wahrnehmungswurf. Ist das ein übernatürlicher Wahrnehmungswurf? Nein. 13. Mhm. Ich muss rechnen. 13, 16 und ein Viererpasch. Okay, also die Tasche liegt da so ein bisschen an der Seite und halb rausgefallen ist so eine Puppe, die so mit den beiden Armen so rausragt. Macht beide mal einen Resistenzwurf, als ihr das seht.
Also ich habe ja schon so viele Puppen gesehen. Ich würde da meine studierte Special... Ja. Also ich mach das wirklich ruhig. Die Puppen schon und du bekommst an. Deinen Bonus auch, Babsi. Mhm. Dann habe ich 9. Ich habe 12 und ein Vierhoppasch. Du bekommst einen Strich und... Oh, Frosch, Drachi, du bekommst 2 Striche. Aber ich hab Hoppasch! Ja, und du hast 12. Wie viele Striche habt ihr jetzt? 2. Drei. Drei, wunderbar. Was du noch siehst, Sina, ist an diesem Bach, da gibt es so einen kleinen, also Wasserfall ist so viel gesagt, ne, das sprudelt da so über so einen Felsen runter und in diesem Felsen, hinter diesem Wasserfall, ist eine kleine, ein Höhleneingang. Boah, was zum, da ist schon wieder eine Puppe, Katha. Wie ist sie in den Rucksack gekommen? Also entweder du hast recht mit diesen Geistern, oder irgendeiner von unserer Gruppe macht sich hier echt einen schlechten Scherz. Und ich bin's nicht, wirklich nicht. Tatsächlich kam das in 2 Folgen von einmal hier How to Get Away with Murder und einmal in Fringe die Grenze des FBI drin vor. Ja, aber komm schon, Hannah würde das nicht machen. Hannah ist verknallt in Cora, die würde ihr nicht so eine Angst einjagen. Und Cora, warum sollte Cora sowas machen? Das ist gar nicht ihr Ding. Und ich glaube, da hinten ist eine Höhle. Das stimmt. Und ich schaue Sina an. Du hast recht, die beiden würden das niemals machen. Das heißt, wenn es ich nicht bin und du es nicht bist... Dann war es ein Self-Report. Das kenne ich aus Among Us. Wenn man versucht, anderen was in die Schuhe zu schieben und entdeckt es aber selber. Nein, aber pass mal auf, ich war in dieser Yoga-Gruppe in Neuseeland und die haben auch von bösen Geistern geredet, nur so 100% glaube ich nicht dran. Ich fand das mit dem Aura-Reinigen total cool für die Psyche und so. Mhm, erzähl aber weiter und ich laufe so langsam Richtung Höhle. Ja. Aber was, bitte geh da nicht alleine rein. Aber was, wenn da was dran ist an diesen bösen Geistern? Ich meine, Puppen sind das perfekte Medium, noch besser als Edelsteine. Das sage ich doch die ganze Zeit, ja. Ja, aber was machen wir denn dann? Es kann auch was anderes sein. Es kann auch eine Sina sein. Sina, ist es vielleicht koreanisch für Sass? Warte, hör auf mit der Scheiße. Glaubst du wirklich, ich würde unsere Autoschlüssel, also, nee. Wirklich nicht. Ich hab einen Imposter doch. Na schön. Du hast mir einen Stein geschenkt, deswegen weiß ich dir zu trauen. Dann gehen wir halt gucken in der Höhle zu zweit. Ich glaube dir. Ich glaube nämlich wirklich, dass der Geist war. Schließlich haben wir die Puppe draußen gesehen, als wir alle drin vor dem Feuer saßen. Das kann dann gar nicht sein. Ich weiß nicht, ob wir mit diesen Puppen kommunizieren können und ich weiß nicht, ob wir in diese random Höhle gehen sollten, in die wir gestolpert sind. Wobei das vielleicht auch, keine Ahnung, irgendein Wink des Schicksals sein soll. Ich weiß es nicht. Meine Mutter würde jetzt sagen, ja, befreit die Puppen oder so, aber meine Mutter hat einen in der Klatsche. Okay, an dieser Stelle switchen wir wieder zurück zu den beiden Küssenden oben auf der Hügelkuppe. Ihr hört einen Schrei von da, wo Sina und Katharina gerade noch waren. Ja, ich glaube, Cora hätte so richtig fest in die Jacke von Hannah gegriffen. Aber mach mal einen Wahrnehmungswurf, bitte. Oh nein! Ich will nicht, kann ich einfach die Augen zulassen? Niemand macht die Augen auf beim Küssen, oder? Das wäre creepy. Oh. Wahrnehmung. Ja. 19. Ah, 14. 14. Ja, du spürst in, du spürst in der Tasche von dem Anorak von Hannah. Etwas Hartes. Etwas Hartes. Nein. Du packst da rein und es klimpert so. Es klirrt so ein bisschen, so metallisch, so. Ich greife da rein. Du ziehst einen Schlüssel heraus. Das ist der Autoschlüssel. Korrekt.